Moin Film Freunde, ich hab da wieder was für euch. Heute geht es um A Quiet Place. Ein wirklich richtig ja, klasse Film aus 2018, produziert in der USA. Kategorie ist auf jeden Fall Horror, Thriller, Drama, Science Fiction, die volle Ladung, da ist alles mit bei. Das Ganze geht 90 Minuten. Und das Stil ist in 23.08.2018 erschienen. Klasse Geschichte. Ich erzähle nichts über den Film, weil letztendlich rege ich jeden dazu an, sich den Film anzugucken, weil der ist wirklich, wirklich klasse gemacht. Kann ich nur empfehlen und ja, wie soll ich das sagen? Ich liebe diesen Film. Ich verdunkel meinen Raum, dass ich kaum noch meine Hand vor mir sehen kann. Ich reiße die Anlage auf und diese Art von Film, da stehe ich ja total drauf. Und wenn du dann über eine Surround-Anlage das Ganze hörst und du mittendrin bist und es ist alles dunkel, es ist niemand, der stört, kein Handy in der Hand, nichts, wirklich einfach sich nur voll und ganz auf den Film konzentrieren, dann ist der Effekt unglaublich intensiv. Und wenn du dir dann den Film anschaust und selbst das Knacken des Holzes oder es ist egal, in Waldszene oder wirklich, wirklich ganz großes Kino, was hier soundtechnisch hergibt, richtig klasse. Der Film an sich ist richtig, richtig klasse. Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich sage mega, ich musste mir den Film 2-3 Mal angucken. Ich habe den damals gestreamt, bis ich mir dann das Deal geholt habe. Bei mir ist es ja immer so eine Sache, bevor irgendwas bei mir ins Haus reinkommt, muss der erst gesehen werden. Und wenn er mir dann gefällt, dann wird er auch als Deal gekauft. Jetzt will ich nicht weiter reden oder erzählen, sondern ich will jetzt einmal das Deal vorstellen. Und da ich es noch nicht offen hatte, ist es hier auch eine kleine Premiere. Ich versuche hier mal so ein bisschen da was reinzuschnabbern. Wenn man keine Fingernägel hat, ist das immer so ein bisschen nervig, aber da habe ich was. So, dann öffne ich das Ganze mal und so, pack das einmal hier zur Seite. Machen wir hier mal, oh, das ist wieder alles so super geklebt. Ich hasse diese Dinger. Das ist echt nervig mittlerweile, weil manchmal sind die so extrem fest dran geklebt, dass man die auch kaum noch abkriegt. Also echt nervig. Ich verstehe gar nicht, warum die das immer wieder machen. Sollen sie es doch einfach so drum packen. So, ich packe einmal das Steel weg. So, zumindest ist die Egypt Card etwas fester, beziehungsweise ist nicht so dünnes Papier genutzt worden. Das ist eher so fast Kartonage oder etwas dickere Pappe. Hier ist einfach halt der Inhaltsverzeichnis. Hier stehen halt alle Daten drauf, die man wissen möchte oder braucht. Ich brauche sie nicht. Ich packe das mal zur Seite. Hier geht es dann um das schöne Steel, was irgendwie auch glänzend gehalten ist. Es ist halt eine matte und eine glänzende Schicht, der Filmtitel, also Quiet Place hier in dem Fall, ist halt glänzend und der Hintergrund ist dann matt gehalten, aber ich finde, da ist auch ein schönes Artwork genutzt worden. Also es sieht wirklich klasse aus und auch es passt, also wirklich super. Hier einmal das Spine, haben wir hier den Filmverleiher, dann haben wir hier den Filmtitel nochmal und dann einmal das Blu-ray-Zeichen. Und Paramount in diesem Falle hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Hier einmal die Rückseite und auch sehr, sehr gut. Dann öffnen wir das Ganze mal. Ist eigentlich recht schlicht und einfach gehalten. Also hier ist einmal die Blu-ray, also der Film. Und so sieht es von innen aus, schlicht und einfach. Also sehr, sehr extrem minimalistisch gehalten, aber finde ich wirklich gut. Also mir gefällt es. So einmal geöffnet, finde ich auch klasse, sieht gut aus, ist schön verarbeitet, detailreich hier jetzt auch im Hintergrund oder auf der Rückseite die Farm, also wo das Ganze dann halt auch abspielt. Also es ist auf jeden Fall ein richtig schöner, guter Film zu einem guten Abendprogramm
Und wie gesagt, im Dunkeln, ganz, ganz tief dunkel, alles dicht machen, kein Handy, nichts in der Hand und einfach sich nur auf den Film konzentrieren und die Anlage richtig schön laut machen und den Bass krachen lassen, dann macht der Film richtig, richtig Spaß. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Wer den Film noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Und die Kenner, die wissen, glaube ich, was ich meine. Also der macht auf jeden Fall Bock. Ja, das war's und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, arrivederci, bye bye, euer Daniele. Danke, dass du zugeschaut hast und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr so richtig Bock habt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei. Unter Daniele Steelbooks bin ich zu finden. Da gibt es noch wesentlich mehr zu schauen und zu sehen. Ciao.